Im Sommer 2004 veranstaltete der Verein Verkehrsfreunde und Museumsbahn, kurz VVM, an drei Terminen eine ganz besondere Sonderfahrt. Von Kiel ging es über Bordesholm nach Neumünster, von dort aus weiter nach Rendsburg. Hier konnte man dann aufs Schiff umsteigen, um über den Nord-Ostsee-Kanal zurück nach Kiel zu fahren. Wir sehen hier die Garnitur bei der Einfahrt in den Bahnhof von Bordesholm. Zuglok war die rumänische 131060 von Bernd Förster, auch der kleine Vampir genannt. Der Kesselwagen und der gedeckte Güterwagen waren zum Ergänzen der Vorräte in Rendsburg erforderlich. Deutlich kann man auch im Plattformwagen hören, dass der mitgeführte Doppelstockwagen der ehemaligen Lübeck-Büchener Eisenbahn eine heftige Flachstelle hat. Da es sich quasi um eine Dreiecksfahrt handelte, musste in Neumünster umgesetzt werden. Die Zeit habe ich genutzt, um mir den Doppelstockwagen einmal von innen anzusehen. Für die Kühe ein ziemlich ungewohnter Sound, also lieber die Flucht ergreifen. Auf der Rampe zur Rendsburger Hochbrücke überquert der Zug das Osterrönfelder Viadukt über den Aukamp. Praktisch, hier konnte ich direkt von zu Hause aus filmen. Die Hochbrücke überspannt den Nord-Ostsee-Kanal seit 1913 und hat die vorgeschriebene Durchfahrtshöhe von 42 Metern. Da der Rendsburger Bahnhof aber bereits vor dem Bau der Brücke existierte und zu dicht am Kanal lag, musste die Höhe durch die Konstruktion einer Rampenschleife abgebaut werden. Nach dem Umsetzen werfen wir einen Blick auf den Stromlinien-Doppelstockwagen von 1936.
Er wurde speziell für die Wendezüge des LBE-Schnellverkehrs konstruiert. Heute ist er leider nicht mehr betriebsfähig und kann im DB-Museum in Nürnberg besichtigt werden. Bei der Rückfahrt sehen wir den Zug auf dem südlichen Teil der Hochbrücke, die insgesamt 2486 Meter lang ist. Zwischen Ausbesserungswerk und BW Neumünster begegnet uns der Zug erneut. Ein besonderes Schmankerl. Hier wartete die 01 1100 unter Dampf auf den Zug, um ihn ins BW zu befördern und den Fahrgästen eine Besichtigung zu ermöglichen. Die letzte Szene des Films entstand bei Meimersdorf, kurz vor der Ankunft in Kiel. Da hätte man hier gestanden, wenn ICE kommt. Aber gut, dass hier nicht, wenn die jetzt ein Fenster gucken, fallen sie jetzt gleich voll. Aber mit dem Garten, wenn du